Guten Abend, liebe Zuschauerinnen, guten Abend, liebe Zuschauer. Ich freue mich sehr, dass Sie heute live dabei sind beim BZ-Talk. Heute zu Gast ist Jana Steinke. Sie ist Sozialarbeiterin im Frauenhaus Lörrach. Und ich freue mich sehr, dass sie da ist, dass sie virtuell bei uns ist, um uns einfach ein bisschen über ihre Arbeit zu erzählen, über die Herausforderungen, aber auch über die Lage der Frauen, mit denen sie jeden Tag zusammenarbeitet. Und im vergangenen Monat gab es für das Lörracher Frauenhaus einen kleinen Rückschlag, kann man glaube ich so sagen. Die Kapazität des Lörracher Frauenhauses ist einfach zu klein. Sie hätten die Platzzahl gerne auf 24 Plätze verdoppelt. Der Kreis, der maßgeblich das Frauenhaus in Lörrach finanziert, hat jedoch nur 2 neuen Plätzen zugestimmt. Dadurch gingen wichtige Zuschüsse, mit denen sie ein eigenes Haus hätten finanzieren können, verloren. Und heißt es jetzt, dass es für die kommenden Jahre die Situation sich nicht nachhaltig für Sie verbessern kann? Wir hoffen natürlich, dass sich die Situation verbessern kann. Wir werden auch nicht locker lassen mit dieser Forderung nach mehr Plätzen. Deutschland hat 2018 die Istanbul-Konvention ratifiziert. Das ist eine Konvention, die spezifisch zum Schutz vor Gewalt an Frauen geschrieben wurde. Deutschland hat der zugestimmt und ist damit auch verpflichtet, diese umzusetzen. Es gibt Berechnungen für den Landkreis Lörrach, der ja auch ein sehr großes Einzugsgebiet hat, und dafür sind 12 Plätze viel zu wenig. Selbst 24 Plätze sind eher noch knapp bemessen. Und wir werden auch weiterhin dafür kämpfen, dass wir diese 24 Plätze bekommen werden. Wir konnten zum Beispiel im letzten Jahr, so in 2019, 145 Frauen und 187 Kinder nicht aufnehmen in Lörrach. Wir sind sehr stark ausgelastet. Es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht jemand anruft und gerne aufgenommen werden möchte bei uns. Ja, und das zeigt sich einfach in der Praxis, dass wir da noch sehr viel mehr machen könnten. Und es ist natürlich schade, dass das nicht gut durchging, dieses Gesuch. Aber wir sind trotzdem weiterhin bestrebt, uns dafür einzusetzen und werden auch die nächsten Jahre dieses Ziel weiterverfolgen. Wir haben uns auch schon ein Haus angeschaut, was in Frage käme. Wir haben mit einem Konzept gespielt, wie wir das dann aufziehen könnten dort. Und das ist auf jeden Fall weiterhin unser Ziel, eine Platzerweiterung. Und dieses Haus, ich sage es, die 24 Plätze wären trotzdem noch relativ knapp. Mhm. Was wäre denn Ihr Wunsch? Wie viele Plätze hätten Sie gern, dass Sie sagen, Sie können jeder Frau, die zu Ihnen kommt, helfen? Jeder Frau, die zu uns kommt, zu helfen, da bräuchten wir wahrscheinlich mehrere Häuser dafür. Es gibt Berechnungen, wir sind ja sehr vernetzt als Frauenhäuser bundesweit und da haben verschiedene Arbeitsgemeinschaften Berechnungen aufgestellt. Wenn man pro Einwohnerin zum Beispiel einen Frauenhausplatz bieten sollte, wenn man dann berechnet, wie viele Frauen von Gewalt betroffen sind, da kommt man im Landkreis Lörrach schon so um die 50 bis 60 Plätze, die man eigentlich bräuchte. Enorm mehr jetzt als jetzt. Mhm. Wie hoch wäre denn der finanzielle Bedarf für diese, sag ich jetzt mal, Optimalform oder für diese Optimalausstattung? Mhm. Das kann ich Ihnen nicht genau sagen, wie hoch der finanzielle Bedarf ist für so viele Plätze. Aber es wäre natürlich gut, wenn wir von einer Einzelfallfinanzierung wegkommen könnten. Also ich versuche das mal ganz kurz zu umreißen. Eine Frau kommt zu uns ins Lörracher Frauenhaus und sagen wir mal, sie ist aus dem Landkreis Lörrach. Dann finanziert der Landkreis Lörrach diesen Platz mit für die Frau. Wenn jetzt das Frauenhaus voll belegt ist, dann bekommen wir das Geld ganz regulär. Und dann gibt es aber auch Zwischenzeiten, wo zum Beispiel gerade eine Frau auszieht, dann haben wir gerade einen Platz frei. Das heißt, wir bekommen den Tagessatz nicht, denn wir werden nicht leer finanziert. Das erschwert natürlich die Arbeit. Allerdings ist diese Pauschalfinanzierung von Frauenhäusern ist immer so ein doppelschneidiges Schwert, weil dann bekommt man einen sogenannten Haushaltstitel.
Und der kann dann natürlich auch Kürzungen unterzogen werden durch den Landkreis. Das möchten wir nicht. Wir sind eine autonome Organisation und wir möchten auch dann nicht abhängig sein von dem Landkreis auf diese Art. Es wäre natürlich einfach zu sagen, wenn sie zu 100% finanziert werden würde vom Landkreis, dann würde sie sich auch viel mühsame Spendensuche ersparen. Aber warum ist denn so wichtig, dass sie autonom sind, dass sie eben nicht von einer staatlichen Institution abhängen? Das ist eine gute Frage. Wir sind deshalb eine autonome Organisation. Wenn man so ein bisschen zurückschaut auf die Frauenhausbewegung, da wurde in den 70er Jahren die ersten Frauenhäuser in Deutschland gegründet. Die Frauenhäuser selbst sind eigentlich praktisch gewordene Kritik an einem patriarchalen System, was wir immer noch haben in Deutschland. Unser System mit dem Staat reproduziert gewisse Abhängigkeiten und gewisse Diskriminierungsformen. Da wird zum Beispiel eine Frau auf offiziellen Stellen, die, sagen wir mal, alleinerziehend ist und eine andere Hautfarbe hat, die wird ganz anders behandelt wie eine weiße Frau, die keine Kinder hat oder die perfekt alemannisch spricht hier in Lörrach. Das sind einfach gewisse Diskriminierungsfaktoren, die durch ein offizielles System immer wieder weitergetrieben werden und reproduziert werden. Und wir als autonome Einrichtung möchten genau diese Faktoren kritisch hinterfragen und sind der Meinung, dass jede Frau Schutz verdient hat, jede Frau ein gewaltfreies Leben verdient hat und jede Frau mit den mitbetroffenen Kindern einen Frauenhausplatz kriegen sollte, wenn sie den benötigt, unabhängig von Aufenthaltsstatus, unabhängig von finanziellen Mitteln. Genau. Also Ihre Tür steht wirklich allen Frauen offen. Gibt es denn Gruppen, gibt es denn bestimmte Frauen, die besonders häufig zu Ihnen kommen? Also ich habe gelesen, es sind vor allem junge Frauen, die bei Ihnen im Frauenhaus Schutz suchen. Das ist ein bisschen irreführend. Es sind nicht vor allem junge Frauen. Wir haben so ziemlich alle Altersgruppen vertreten. Die einzige Altersgruppe, die nicht sehr vertreten ist im Frauenhaus, tatsächlich sind Frauen über 55. Also eher ältere Frauen bekommen wir selten. Es kommen alle Arten von Frauen ins Frauenhaus, weil Gewalt an Frauen ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Alle Frauen sind von Gewalt betroffen, beziehungsweise alle Frauen können von Gewalt betroffen sein. Da gibt es Statistiken dazu, jede vierte Frau hat entweder in einer ehemaligen oder in einer momentanen Partnerschaft Gewalt erlebt, mindestens einmal in ihrem Leben. Es sind natürlich unterschiedliche Faktoren, die dafür sorgen, dass eine Frau ins Frauenhaus gehen muss, wenn sie Gewalt erlebt. Manche Frauen haben Zugriff auf Unterstützungsangebote, sie haben ein soziales Netzwerk, was sie auffängt, sie haben vielleicht finanzielle Ressourcen, die es ihnen ermöglichen, für eine Weile in eine Ferienwohnung zu ziehen, anstatt in ein Frauenhaus. Allerdings kann man davon nicht ausgehen und genau deshalb sind die Plätze bei uns wichtig. Okay. Für Ihre Plätze benötigte Sie tatsächlich auch einen hohen Teil an Spenden. Unter anderem unterstützen wir Sie auch mit der Aktion Hilfe zum Helfen. Wie hoch ist denn, oder wie teilt sich das denn auf bei Ihnen? Wie hoch ist der Anteil der Spende, den Sie benötigen? Und wie hoch ist die staatliche Finanzierung, die Sie bekommen? Also wir arbeiten mit einer sogenannten Mischfinanzierung. Das heißt, wir haben einen Teil, der durch die Landkreise finanziert wird, einen Teil, der durchs Jobcenter, also durch Bundesmittel finanziert wird und der Spenden- und Bußgelderteil. Bußgelder sind auch immer ganz spannend. Da bekommen wir teilweise übers Amtsgericht Lörrach Gelder von Menschen, die Verstöße begehen und ein Bußgeld zahlen müssen, was uns gut gesprochen wird. Und die Spenden sind natürlich auch ganz wichtig für uns. Die BZ hat uns auch die letzten Jahre schon unterstützt mit großzügigen Spenden. Das ist ganz unterschiedlich. Es teilt sich jedes Jahr anders auf, aber man kann so ganz ungefähr so ein Drittel, glaube ich, anhauen.
Und gibt es denn ausreichend Spenden? Pardon? Gibt es ausreichend Spenden? Gibt es ausreichend Spenden? Das ist, um Ihre Kosten zu decken, oder? Ja. wir sind als Lörracher Frauenhaus sehr, eigentlich sehr gut versorgt mit Spenden. Wir bekommen zur Weihnachtszeit natürlich vor allem auch Privatspenden, wenn die Menschen an uns denken. Allerdings auch jetzt in der Corona-Zeit haben viele Leute an uns gedacht. Die Frauenhäuser haben wahnsinnig mediale Aufmerksamkeit bekommen seit April, seit Mai, weil sich, glaube ich, viele Leute die Frage gestellt haben, wenn alle zu Hause bleiben sollen, was passiert denn, wenn zu Hause nicht der sichere Ort ist, der es sein sollte? Wir sind sehr froh um alle Menschen, die uns spenden. Wir können allerdings auch immer gut noch mehr Spenden gebrauchen, weil wir immer wieder neue Ideen und Visionen haben. Wir möchten, wie gesagt, weiterhin an der Idee festhalten, unsere Plätze zu erweitern. Auch dafür werden unsere Spenden eingesetzt. Wir unterstützen Frauen individuell, die mit besonderen Schicksalen kommen. Wir versuchen, Angebote für die Kinder zu machen, die bei uns sind. Zum Beispiel einen Weihnachtsbaum kaufen oder Geschenke für die Kinder, Gutscheine für die Frauen. Genau, also die Spenden werden bei uns für viele verschiedene Dinge eingesetzt. Und ich glaube, als Organisation in unserem Bereich gibt es sowas wie zu viele Spenden nicht, da wir, wie gesagt, auch darauf angewiesen sind, dass die kommen. Okay, Sie haben es gerade angesprochen, es ist ein sehr besonderes Jahr, ja. Das Corona-Jahr. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht in Ihrer Arbeit im Frauenhaus? Ja. Also erstmal, ich fand es sehr faszinierend, dass wir jetzt wieder mehr in den Medien sind mit dem Thema häusliche Gewalt. Es ist für uns, der Frauenhausalltag hat sich schon sehr stark geändert, auch in Corona. Natürlich, ich glaube, die anfängliche Unsicherheit, die alle gespürt haben mit, wie wird das weitergehen, was für Vorsichtsmaßnahmen müssen wir ergreifen, was für Hygienemaßnahmen können wir umsetzen im Haus. Also das Frauenhaus hat so ein bisschen einen Wohngemeinschaftscharakter. Das heißt, es leben viele Menschen auf engem Raum, Frauen und Kinder. Die Frauen teilen sich mit ihren Kindern auch ein Zimmer. Das heißt, das sind sehr, sehr nah aufeinander Wohnverhältnisse. Man teilt sich Küche und Bad. Und wenn man da so etwas wie Ansteckungswege vermeiden möchte, ist natürlich fast unmöglich. Wir arbeiten jetzt in der Sozialberatung, also bei uns im Büro. Das ist gerade neben dem Frauenhaus. Die Frauen können zu uns kommen, wenn sie Fragen haben oder wenn es Beratungstermine gibt. Wir arbeiten viel mit Maske. Wir halten auch die Frauen an, Maske zu tragen, auch wenn sie im Haus unterwegs sind. Allerdings ist es natürlich auch sehr schwierig für alle. Ein Frauenhaus ist eine Kriseninterventionsstelle. Viele Menschen, die zu uns kommen, sind in einer akuten Krise. Und was da wahnsinnig hilft, ist natürlich menschliche Verbundenheit, Zusammenhalt, Zuspruch, eine Umarmung, einfach der Austausch. Viel davon mussten wir reduzieren oder es fällt komplett weg. Das erschwert die Arbeit, das macht, es nimmt ein ganz großes Stück von dieser Wärme weg, die es braucht, um zur Ruhe zu kommen im Frauenhaus und wieder Stabilität zu finden. Das hat sich geändert, ja. Was berichten die Frauen, die zu Ihnen kommen? Wie hat Corona ihre Situation im Zuhause, im häuslichen Umfeld verändert? Ja. Es ist natürlich unterschiedlich. Wir haben so viele verschiedene Schicksale im Frauenhaus. Man kann nicht sagen, das ist der eine Faktor, den alle teilen, der jetzt durch Corona kam, sondern wenn man sich Gewaltbeziehungen generell anschaut, sind das Beziehungen, in denen sehr viel Kontrolle ausgeübt wird. Das heißt, wenn, sage ich mal, Fluchtmöglichkeiten wie ein Arbeitsplatz, wo man täglich hingeht oder die Kinder zur Schule bringt oder die Freundin auf einen Kaffee trifft, diese kleinen Pausen, die man von der Gewaltbeziehung kommt, wenn die wegfallen, dann ist die Frau fast konstant mit ihrem Misshandler zu Hause, hat dementsprechend
nicht viele Möglichkeiten, um durchzuatmen. Es entsteht größeres Konfliktpotenzial, wenn man aufeinander sitzt. Und die Frauen haben auch weniger Möglichkeit, sich Hilfe zu suchen, sowohl informelle Hilfe wie auch bei öffentlichen Stellen, bei uns. Wenn eine Frau ins Frauenhaus kommen möchte, ruft sie in der Regel bei uns an und fragt, habt ihr einen Platz frei? Und dann schauen wir, ob das geht. Aber wenn sie natürlich 24 Stunden mit ihrem gewalttätigen Partner zu Hause ist, dann kann sie auch nicht anrufen. Und auch nicht so einfach rausspazieren und zu ihnen dann kommen, um genau. Hilfe zu suchen. Ja, das ist auch ein Merkmal von den Gewaltbeziehungen, dass eben Gewalt muss man sich als so eine Art Machtausübung auch vorstellen. Das heißt, der Partner kontrolliert die Frau, was sie tut, wen sie trifft, wo sie hingeht. Und dementsprechend fallen viele von diesen Möglichkeiten weg, wo die Frau sich Unterstützung suchen könnte. Und Sie beschreiben gerade eine Art von Gewalt, die oft schon sehr weit vor dem ersten Schlag oder vor dem ersten körperlichen Gewaltakt passiert. Wie entwickelt sich Gewalt in Beziehungen? Also wie sie sich von Anfang an entwickelt, was so Vorzeichen sind. Und gibt es solche Muster, gibt es unendlich viele Formen wahrscheinlich davon, aber gibt es solche Ausprägungen, wie sich so eine Beziehung dann, oder wie sich dieser Strudel, in dem sich die Frauen befinden, dann auch immer heftiger wird? Also wenn wir uns Gewaltbeziehungen anschauen, wie gesagt, es kann jede Frau davon betroffen sein. Man kann das Gefühl haben, man kennt den Mensch und am nächsten Tag kennt man den Mensch nicht mehr, wenn das eskaliert. Was so ein bisschen Vorzeichen sein könnten für Gewalt in der Beziehung, sind eben sehr starkes Kontrollbedürfnis durch einen Partner, fast schon krankhafte Eifersucht, ständiges Checken, wo der andere ist, Kontrollanrufe, das Verbieten, Freunde und Familie zu treffen, also auch der Versuch, die Betroffenen zu isolieren, der Versuch, die Betroffenen abhängig zu machen, zum Beispiel finanziell oder auch emotional, gibt da verschiedene Taktiken, aber ja, Gewaltbeziehungen können da viele Gesichter haben. Es entsteht auch eine gewisse Dynamik in Gewaltbeziehungen, es nennt sich Gewaltspirale. Das ist ein Modell, was von Wissenschaftlern auch schon viel untersucht wurde. Es hat drei Phasen. Es ist so ein anfänglicher Spannungsaufbau. Das können auslösende, einschneidende Lebensereignisse sein. Zum Beispiel jemand verliert seinen Job. Dann baut sich eine Spannung auf. Es entsteht Stress, der sich wiederum auf die Beziehung auswirkt. Die Menschen haben nicht genügend Bewältigungsstrategien, um damit umzugehen, greifen zu Gewalt, es passieren Übergriffe, das ist dann die zweite Phase, der Gewaltausbruch. Und dann, und das ist auch das Schwierige an Gewaltbeziehungen, dann kommt eine Versöhnungsphase, in der der Misshandler sich reuevoll zeigt, entschuldigt, Geschenke bringt, verspricht, es nie wieder zu tun. Und genau diese Spirale sorgt dafür, dass die Betroffene vielleicht auch Hoffnung hat, dass sich etwas ändert, weil er ja auch andere und gute Seiten zeigt. Aber es ändert sich nie, oder? Also es ist selten, dass sich dann ein Mann in der Situation wirklich ändert und alles gut wird. Also es braucht schon noch den Entscheid vom Mann, dass sich was ändert und wieder gut wird. Also ohne die Selbsterkenntnis, dass das Verhalten falsch ist und dass eine Beziehung nicht auf Machtausübung basieren sollte, passiert natürlich gar nichts. Allerdings wenn die Gewaltbeziehung zum Beispiel nicht nach außen getragen wird, wenn die sehr im Geheimen passiert, dann gibt es wenig, ich sag mal Störmomente, die diese Spirale unterbrechen können. Wenn wir jetzt aber innerhalb unseres Freundeskreises, unserer Familie, unserer Arbeitsstelle aufmerksam bleiben und die Augen offen halten für Anzeichen von häuslicher Gewalt, wenn wir uns umeinander sorgen und miteinander einchecken, dann können so Beziehungen auch entdeckt werden und dann kann ein Unterbruch stattfinden und der Frau die Option gegeben werden, möchtest du weiter in dieser Beziehung bleiben oder möchtest du vielleicht auch mal eine Pause davon? Viele Frauen, die ins Frauenhaus kommen, bleiben auch nicht, sondern gehen wieder zurück zum Misshandler. Das ist
sehr traurig in der Praxis natürlich, aber manchmal bräuchte es mehrere Anläufe, bis jemand aus einer Gewaltbeziehung herauskommt. Was sind dann solche, was motiviert die Frauen dann letztlich, dass sie tatsächlich den Absprung schaffen? Ja, gute Frage. So aus der Erfahrung heraus sind Kinder häufig ein Motivator, um die Gewaltbeziehung zu verlassen. Wenn eine Frau ein Kind hat und das Kind, sagen wir mal, 3 Jahre alt ist und langsam schon ein bisschen checkt, was da passiert und das mit anschaut und dann vielleicht auch die Mutter fragt, was da passiert oder warum der Papa sie schlägt. Das ist, glaube ich, ein Moment, wo viele Frauen realisieren, oh, das ist etwas, was nicht nur mich betrifft, weil alleine die Schuld zu tragen ist okay, aber wenn dann das Kind auf eine Art mitbetroffen wird oder auch wenn der Misshandler gewalttätig gegen das Kind wird, das ist ein Moment, wo viele Frauen sagen, bis hierhin und nicht weiter, weil das Kind möchte ich schützen, auch wenn ich vielleicht meine eigene Sicherheit hinten anstellen kann. Ja. Okay. Wenn die Frauen dann zu Ihnen kommen, wenn sie diesen Schritt geschafft haben, ins Frauenhaus gehen, was ist das Erste, was sie brauchen? Schutz. Wir bieten vor allem Schutz. Was viele Frauen auch brauchen, Gesprächsbedarf. Wenn Frauen bei uns im Frauenhaus ankommen, wie vorhin schon erwähnt, viele Frauen rufen an, sagen, sie müssen jetzt sofort raus oder sie überlegen sich schon länger rauszugehen und haben jetzt den Entschluss gefasst. Dann kommen sie bei uns an und wir machen ein Aufnahmegespräch. In dem Aufnahmegespräch versuchen wir, verschiedene Sachen abzuchecken. Ist sie sicher genug in Lörrach zum Beispiel, wenn sie selbst aus Lörrach kommt? Es gibt ja auch Misshandler, die die Frauen dann suchen. Das heißt, wenn sie in Lörrach bleibt und der auch dort wohnt, dann muss sie vielleicht in ein anderes Frauenhaus weitervermittelt werden. Wir arbeiten da bundesweit. Das heißt, wir sind auch mit Frauenhäusern in ganz Deutschland vernetzt, können die Frau dann weitervermitteln, um sicherzugehen, dass sie sicher bleibt, nicht gefunden wird. Was die Frauen auch brauchen, ist Ruhe und Zeit. ein Zimmer zum Abschließen ist auch oft gewünscht. Das haben natürlich alle Frauen bei uns ihren eigenen Schlüssel für Haustür und Zimmer. Wir sind kein Gefängnis. Die Frauen können kommen und gehen, wie sie möchten. Ja, viel Gespräche, viel Zeit, viel Ruhe. Wir sind natürlich auch immer ein bisschen unter Druck in unserer Einrichtung, weil klar sehen wir, dass die Frauen Zeit und Ruhe brauchen, aber die Frau muss zum Beispiel auch dafür sorgen, dass das Kind dann wieder in die Schule gehen kann ab einem gewissen Punkt. Das heißt, sie muss auch auf eine Art weiter funktionieren. So schade das leider ist. Wir würden da manchmal gerne ein bisschen mehr Raum und Zeit ihnen geben, um anzukommen und die Sachen zu verarbeiten. Und wie können Sie dann die Frauen praktisch unterstützen, wieder, also zunächst mal sich selbst zu finden und dann zu einem späteren Zeitpunkt auch wieder ein eigenes Leben zu finden? Wir machen sozialarbeiterische Beratungsgespräche, die können ganz unterschiedlich aussehen, aber es sind immer Einzelgespräche. So, wir versuchen mit den Frauen eine gewisse Zielerarbeitung zu schaffen. Wo möchtest du hin? Was ist dein Bedürfnis? Für viele Frauen ist natürlich die eigene Wohnung ein Ziel oder sagen wir eine Berufsausbildung oder ein neues Hobby anfangen, weil der das immer verbietet hat. Also da sind die Gedanken und Visionen so unterschiedlich wie die Frauen, die zu uns kommen. Und das ist auch ganz wichtig für uns. Eins unserer großen Handlungsprinzipien in unserer Institution ist die Hilfe zur Selbsthilfe und das Selbstbestimmungsrecht der Frauen, damit jede Frau nicht irgendeiner Checkliste folgen muss, sondern dass sie selbst bestimmen kann, wo sie hin möchte mit ihrem Leben. Es gibt sicher Frauen, denen fällt es leichter und es gibt sicher auch Frauen, die sind aufgrund von ihrer Persönlichkeit, von ihrer Erziehung, aber auch von ihrer Kultur, tun sich da ein bisschen schwerer damit. Wie kann man eine Frau dann vielleicht auch so ein bisschen anstupsen, sage ich mal, einfach diesen Weg zu gehen? Ich glaube, dass generell, oder sagen wir mal,
In der Praxis erlebt man es oft, dass selbst Entscheidungen treffen und für sich einstehen sehr schwierig sein kann. Vor allem, wenn man aus jahrelangen Gewaltbeziehungen kommt, in denen man beleidigt wird, klein gehalten wird, nicht die Möglichkeit kommt, selbst Entscheidungen zu treffen. Da muss das erst wieder gelernt werden. Es kann natürlich in den Beratungsgesprächen geübt werden, aber wir versuchen das Ganze auch sehr praktisch anzugehen. Die Frauen sind selbstverantwortlich dafür, dass sie gewisse Anträge stellen, auf Ämter gehen, ihre Kinderbetreuung organisieren. Wir unterstützen und vernetzen dabei, aber das Prinzip bleibt nach wie vor Hilfe zur Selbsthilfe. Das heißt, die Frauen ziehen sich selbst aus ihrer Situation heraus. Wie lange haben die Frauen Zeit? Wie lange können sie bei Ihnen bleiben? Die Frauen haben keine begrenzte Aufenthaltszeit bei uns. Es gibt Frauen, die bleiben nur einen Tag. Es gibt Frauen, die bleiben 6 Monate. Das ist ganz unterschiedlich. Es kommt darauf an, wie unterstützt die Frau ist durch ihr eigenes Netzwerk. Es kommt darauf an, wie stark die Krise ist, in der sie steckt, wenn sie zu uns kommt. Es kommt darauf an, wie schwer sie zum Beispiel auch psychisch belastet ist durch die Gewaltbeziehung. Wir wissen, dass Gewalt sehr starke Auswirkungen auf die psychische Gesundheit hat. Und manche Frauen brauchen da länger, um wieder Boden unter den Füßen zu kriegen und sich auf die Suche nach einer eigenen Wohnung zu machen oder vielleicht auch in eine andere Institution überzugehen, wenn sie merken, dass sie intensivere psychologische Betreuung brauchen zum Beispiel. Gibt es da spezielle Institutionen, mit denen Sie zusammenarbeiten oder kann die Frau frei wählen? Es gibt ganz viele Institutionen, mit denen wir zusammenarbeiten. Meinen Sie jetzt spezifisch im psychologischen Bereich? Ja, zum Beispiel. Ja. Zum Beispiel. Wenn man das mal gutes Beispiel. Okay, wir haben bei jungen Frauen oder bei Frauen, die mit Kindern kommen, haben wir die psychologische Beratungsstelle in Lörrach, die eine gute Unterstützung ist, gerade auch, wenn die Frau mit traumatisierten Kindern kommt. Es gibt das psychiatrische Zentrum in Emmendingen, das sowohl kurz- wie auch längere Aufenthalte anbietet. Wir sind mit Psychiaterinnen und Psychiatern, Psychologinnen und Psychologen vernetzt im ganzen Landkreis Lörrach. Wir wünschen uns natürlich immer sehr möglichst spezifisch ausgebildete Menschen, die Erfahrungen haben mit Gewaltbeziehungen. Und wir sind auch immer froh, wenn diese Menschen auf uns zutreten und sagen, ich kann Ihnen eine gute Therapieform oder einen sicheren Platz dort und dort anbieten. Am besten auch Menschen, die Vorwissen aus dem Bereich haben, die ein Gespür für verschiedene Lebensentwürfe haben und die auch ein Verständnis dafür haben, wie verschiedene Diskriminierungsfaktoren sich in den einzelnen Leben äußern und wie die zusammenspielen. Zum Beispiel, wenn eine Frau Gewalt- und Fluchterfahrung hat, dann braucht es ein anderes Skillset, eine andere Feinfühligkeit, wie sagen wir mal, eine deutsche Frau, die sonst sehr viele Unterstützungsmöglichkeiten hat in Deutschland. Die es wahrscheinlich trotz der für sie sehr negativen Situation noch einfacher hat, wieder Hilfe zu finden und sich wieder Hilfe zu holen. Sie haben aber noch einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Die Frauen sollen irgendwann eine eigene Wohnung finden. Das ist ein riesiges Problem, Wohnungen zu finden. Ja, also der Wohnungsmarkt in Lörrach macht vielen unseren Frauen immer wieder einen Strich durch die Rechnung, wenn sie sagen, ja, jetzt bin ich raus aus der Krise, jetzt bin ich bereit, jetzt bin ich zur Ruhe gekommen, habe mich ein bisschen sortiert, jetzt hätte ich gern eine Zwei-Zimmer-Wohnung mit Garten, damit mein Kind ein bisschen draußen spielen kann. Dann hat die Frau vielleicht nur eine niedrigprozentige Beschäftigung oder sie ist über das Jobcenter finanziert und dann kann sie mal versuchen, auf dem Lörracher Wohnungsmarkt eine erschwingliche Wohnung zu finden für sich und ihr Kind. Das ist sehr schwierig bei uns
Und wir haben das Glück, dass manchmal auch Menschen auf uns zutreten und sagen, hey, wir finden, ihr macht so gute Arbeit. Wir haben da in unserem Haus eine Wohnung, die wird frei. Schickt doch mal eine eurer Frauen vorbei. Das ist natürlich toll. Allerdings, wenn man so den freien Wohnungsmarkt Lörrach anschaut, ist man immer noch mit sehr, sehr viel Vorurteilen konfrontiert. Wir haben seit einigen Jahren das Projekt Wohnen, wo immer eine spezielle Mitarbeiterin zuständig ist, die Frauen bei der Wohnungssuche zu unterstützen. Gerade auch aus dem Grund, weil unsere Frauen sehr oft Schwierigkeiten haben, mit Vermietern in Kontakt zu treten. Hatte da auch schon Menschen am Telefon, die mir gesagt haben, was, eine Frau aus dem Frauenhaus, eine Frau mit solchen Problemen wollen wir nicht bei uns im Haus. Das ist leider immer noch traurige Realität, dass unsere Gesellschaft nicht bereit ist, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und nicht bereit ist, diesen Menschen eine Chance zu bieten. Sie haben ganz am Anfang angesprochen, dass Sie 145 Frauen und 187 Kinder im vergangenen Jahr abweisen mussten. Ja. Was passiert mit diesen Frauen? Wo können die dann hin? Wie gesagt, wir sind bundesweit vernetzt. Das heißt, wir versuchen, wenn wir voll sind, die Frau weiter zu vermitteln an ein anderes Frauenhaus. Mhm. Es gibt eine interne Vernetzungswebseite in Baden-Württemberg. Es gibt allerdings zum Beispiel in Hessen gibt es eine offene Webseite, wo angezeigt wird, welche Frauenhäuser freie Plätze haben. Dann versuchen wir bei der Frau abzufragen, ist sie bereit, weiterzureisen? Möchte sie im Landkreis Lörrach bleiben oder kann sie auch in einen anderen Landkreis gehen, in eine andere Stadt gehen? Wenn das so ist, dann ist es gut, dann bekommt sie die Telefonnummer von denen und wird dann dorthin weitervermittelt. Wenn sie nicht bereit ist dazu, sagen wir mal, sie hat einen Job und sie hat drei Kinder und die gehen alle in die Schule hier und sie will nicht die ganze Familie aus dem Alltag reißen, dann wird es natürlich schwierig. Es gibt auch unsere Kolleginnen von der Frauenberatungsstelle in Lörrach, die auch ganz tolle Arbeit machen. Das ist ein Angebot, was die Frauen wahrnehmen können, wenn sie zum Beispiel auch noch beim Misshandler bleiben. Da können sie dann Gesprächstermine ausmachen, können sich über ihre Rechte aufklären lassen. Kolleginnen haben auch ein ganz vielfältiges Vernetzungs- und Unterstützungsangebot, wo eine Frau, die sagt, sie ist noch nicht bereit zu gehen oder sie bleibt jetzt vorerst noch dort und will vielleicht erst in ein paar Monaten, aber dann in eine eigene Wohnung, dann kann sie dort Unterstützung finden. Okay, dann würde ich Ihnen ganz gern zum Abschluss noch eine etwas offenere Frage stellen, nämlich die Frage, warum sind es eigentlich immer die Frauen, die gehen müssen? Das wüssten wir auch gerne. Es gibt in Deutschland das Gewaltschutzgesetz, was spezifisch bei häuslicher Gewalt angewendet werden sollte. Zum Gewaltschutzgesetz gehören Näherungsverbote, Kontaktverbote, Wohnungszuweisungen etc. pp. Es kommt natürlich immer darauf an, wie dieses Gewaltschutzgesetz interpretiert und umgesetzt wird. Sagen wir mal, die Frau wird von ihrem Mann zu Hause geschlagen, es wird laut, die Nachbarn rufen die Polizei. Die kommen vorbei, dann stehen da zwei Polizisten in der Wohnung und sagen, so, jetzt gibt es eine Wegweisung, einer von euch beiden muss weg. Und dann hat die Frau aber so Schiss vor ihrem Typ, dass der sich rächt, wenn der jetzt gehen muss, dass sie dann halt geht. Und dann kommt sie zu uns ins Frauenhaus. Also das ist sicherlich ein Punkt. Dann, es gibt große strukturelle Gründe, warum Frauen diejenigen sind, die in den Gewaltbeziehungen den Kürzeren ziehen. Und das ist, dass wir immer noch in einem patriarchalen System stehen und leben müssen und dass die Frauen einfach anderen Vorurteilen ausgesetzt sind wie die Täter. Wir haben teilweise Jugendämter, die eine Woche, nachdem die Frau im Frauenhaus ankam, schon Umgangstermine festsetzt, weil sie sagen,
Der Schutz des Kindes ist das höchste Wohl und dass da aber häusliche Gewalt gegen die Frau vorliegt, ist für uns an zweiter Stelle. Und das sind alles kleine Lücken im System, unter denen die Betroffenen leiden und die dafür sorgen, dass sie in diesem Moment den Kürzeren ziehen. Also es gibt ganz viel, wo die Gesellschaft noch Sensibilität entwickeln muss, gegen wo Frauen die Gewalt ausgesetzt sind. Ja, und das wäre auch so ein bisschen von diesem Bild als die arme, hilflose Frau, die jetzt da Opfer von häuslicher Gewalt geworden ist. Realität ist, es kann jede Frau treffen. Es ist nicht abhängig davon, wie stark oder nicht stark diese Person ist, sondern es ist einfach eine Realität, dass das immer noch passiert. Und die Aufgabe ist einfach, dass wir gesamtgesellschaftlich daran arbeiten, zu sensibilisieren dafür, dass wir uns mit Rollenbildern auseinandersetzen, dass wir uns anschauen, warum haben die Männer dann das Gefühl, sie müssen zu Gewalt greifen in Konfliktsituationen? Ist das vielleicht auch ein negatives Männlichkeitsbild, was wir haben, was Emotionalität und Kommunikation als etwas Weibliches abstempelt? Frau Steinke, es freut mich sehr, dass wir darüber geredet haben. Herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr spannendes Gespräch. Ich möchte mich hier an dieser Stelle von Ihnen verabschieden. Ich möchte mich aber auch von Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, verabschieden und wünsche Ihnen allen schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Dankeschön. Danke, Frau Ganter.